Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu unserem Tagesimpuls vom 3. März. Schauen wir uns die Tagesenergien für heute wieder an. Das vierte Siegel Vajonada ist die erste Tagesenergie. Hier kommt schon das zweite gleich hinterher, das achte Siegel Mesonadi. Und als dritte Tagesenergie haben wir heute das dritte Siegel Solaya. Ja, heute geht es darum, wieder ein Bewusstseinsfeld zu erzeugen, dass deine Strahlkraft, dass deine Lebendigkeit, dass dein inneres Strahlen, dein inneres Licht zum Leuchten bringt und dass wirklich alles, was dich davon abhält, in die Heilung gehen darf, dass du einfach erkennen kannst, du bist das Licht, du bist das Licht und du leuchtest mindestens genauso hell wie die Sonne. Und alles, was dich davon abhält, darf wirklich in die Auflösung gehen. Und Vajonada hilft dir wirklich dabei, dein Herz, alles, was dein Herz schwer macht, was dein Herz bedrückt, was dein Herz leiden lässt, wirklich in die Reinigung zu bringen. Stell dir wirklich nochmal vor oder mach dir bewusst, dein Herzchakra ist der Hauptspeicher für alle deine Wunden. Alles, was du jemals erlebt hast in deinem Leben, ist in deinem Herzchakra gespeichert. Und das Herzchakra ist quasi wie die Festplatte vom PC. Alles, was du erlebt hast, ist auf der Festplatte. Ja, du hast vielleicht viele Unterverzeichnisse und hast was da gespeichert und da gespeichert und da gespeichert, aber zentral ist nochmal alles im Herzchakra gespeichert. Und das, was aus dem Herzchakra draußen ist, das ist aus dem System, aus dem Energiefeld draußen. Ja, was von der Festplatte gelöscht ist, ist weg aus dem Computer. Das ist ein ganz einfaches, pragmatisches Bild. Und es ist so viel in unserem Herzen einfach gespeichert, was wir nicht nur an Leid und an Liebeskummer erlebt haben, sondern wirklich alle Programme in ihrer Zentralität sind im Herzchakra gespeichert. Wenn du wenig Zeit hast, dein Energiefeld zu reinigen, dann fokussiere dich wenigstens einmal am Tag auf dein Herzchakra und chante zum Beispiel Vajonada, weil es wirklich deinen Hauptspeicher reinigt von deinen Wunden. Und du weißt ja, das, was du aussendest, das ziehst du an. Ja, und unser Herz ist einfach auch das Herz der Erde, ist wirklich ein Ort, der ja, sehr belastet und verwundet ist. Man spürt es zum Beispiel, wenn man nach Kauai kommt, da befindet sich das Herzchakra der Erde, nicht nur Lemuria, sondern eben auch das Herzchakra der Erde. Und das Herzchakra der Erde ist eben sehr verwundet und man merkt, dass dort einfach auch sehr viele Menschen leben, die großen Schmerz in sich tragen und einfach Erlösung suchen. Und das ist das, was wir von Kauai immer mitnehmen, aber jedes Mal eben auch dorthin bringen. Ja, das ist so, das Herz sucht einfach Befreiung und sucht Heilung. Das ist das Zentrale. Deswegen haben wir ja auch so viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil einfach die Wunden, die Programme festgehalten werden und eben nicht verdaut werden. Also es ist ja auch immer eine freie Entscheidung. Ja, und Vajonada unterstützt dich heute, dein Herz voll und ganz in die Reinigung zu bringen. Mesonadi unterstützt das absolut, weil Mesonadi einfach das negative Wandlungsprogramm ist. Das ist das zentrale Transformationssiegel. Ich sage es immer wieder, die Kraft, mit der Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat. Und Mesonadi hilft dir wirklich, in die Ruhe zu kommen, in den Frieden zu kommen, ganz klar zu unterscheiden, was steht jetzt an und was steht eben nicht an. Worauf soll ich mich jetzt fokussieren? Worauf soll ich mich nicht fokussieren? Es geht ja oft darum, dass wir immer zu beschäftigt sind, uns mit unseren inneren Themen zu beschäftigen oder dass wir sagen, naja, da muss ich meine Session machen, da muss ich mich mal drum kümmern. Nein, hier und jetzt ist der Moment, wenn du merkst, dass etwas nicht in Balance ist, dann gibt es nichts Wichtigeres, als dich genau jetzt in diesem Moment darum zu kümmern. Warum? Weil du aussendest, weil du anziehst, was du aussendest. Ja? Und wenn du dir das bewusst machst, dann ist wirklich die tägliche Reinigung deines Energiefeldes wichtiger als das Essen, als das Trinken, als das Duschen. Ja, weil du erschaffst jede Sekunde neu dein Leben. Und die Frage ist immer, erschaffst du
Freude, Strahlen, Licht oder erschaffst du mehr vom Leid? Und je mehr du deine unverdauten Programme einfach wegdrückst und in dir festhältst, umso mehr davon erschaffst du. Ich muss das einfach immer wieder sagen. Und Mesonadi hilft dir, damit aufzuräumen, wirklich nicht nur dein Herzchakra frei zu bekommen, sondern wirklich alles in die Wandlung, in eine höhere Stufe zu bekommen und selbst uralte Themen, die du schon so viele Leben in dir festgehalten hast und nicht verdauen konntest, aufzulösen. Mit Mesonadi kannst du sogar irgendwelche Seelenverträge, die du vielleicht mal geschlossen hast und derer du gar nicht bewusst bist, die dich aber blockieren, ja, auflösen. Mesonadi hilft dir wirklich zu unterscheiden, was jetzt ansteht, was wichtig ist, was nicht, oder generell das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Das ist ja auch manchmal in Beziehungen oft so eine Diskussionsgrundlage, ja, dass der Fokus so sehr auf irgendwelche Kleinigkeiten gelegt wird und gar nicht auf das, was einen eigentlich in der Tiefe und in der Liebe verbindet. Ja, und dann, wenn das Feld gereinigt ist, dann kannst du wirklich so hell strahlen wie die Sonne und dein Strahlen immer stärker werden lassen und dein Strahlen wirklich auch in einem Schutzwissen. Das ist auch ganz wichtig. Wir hatten es gestern ja wirklich um das Urvertrauen und um den Schutz des aufgebauten Urvertrauens. Und es ist sehr wichtig, dass wir unser Feld wirklich schützen. Du kannst dir vorstellen, du bist in einer goldenen Kugel und diese Kugel wird ernährt von Solaya und Solaya schickt einfach alles raus, was in dieser Kugel nichts verloren hat, auch fremde Energien. Und Solaya zieht magnetisch das Licht, das göttliche Licht in dein Energiefeld und versiegelt gleichzeitig dein Energiefeld, sodass du dein Licht wirklich frei strahlen kannst und durch dein Strahlen die Erde erwärmst, aber nicht, dass jemand deinen Strahlen anzapft. Ja, und es geht darum, dass du wirklich voll und ganz annehmen darfst, dass du das Licht bist, egal wo du stehst, egal wie schlecht es dir vielleicht gerade geht, egal auf welcher Stufe deines Wachstums du dich befindest, welche Entscheidungen du zu treffen hast. Du bist das Licht und auf Basis dieses Bewusstseins, ich bin das Licht, weißt du, dass du jede Situation, mag sie auch noch so schwierig sein, mit deinem Licht erhältst. Das Licht ist aus deinem Herzen, aus deinem heilen Herzen strahlt, erhält die Situation und macht jede Dunkelheit in Licht und dann bist du in der Lage, die Lösung zu sehen. Ja, dieses so wunderbare Bewusstseinsfeld, ich bin das Licht, du bist das Licht, möchte ich jetzt gerne gemeinsam mit dir und allen lieben Verbundenen initiieren. Wie immer chanten wir die Siegel in ihrer Reihenfolge in Verbindung mit dem Om. Om Vayunada, Om Mesonadi, Om Solaya, Om Vayunada, Om Mesonadi, Om Solaya, Om Vayunada, Om Mesonadi, Om Solaya, Om Vayunada, Om Mesonadi, Om Solaya. Genieße dein Licht, hab einen wundervollen Tag und alles, was du von deinem Herzen heraus bestrahlst, strahlt hell, so hell wie die Sonne mindestens. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siegel erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs »Warum die Dinge so sind, wie sie sind« kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.